Oh, meine lieben Freunde, das Video. Wir sind mittendrin bei Cats. Ja, heute machen wir mal wieder ein neues exquisites Video und wir sind gerade dabei, wieder diese Tickets zu benutzen, um nicht vom Thron gestoßen zu werden. Noch sind wir Erster, ja, mit 40.000 oder 43.000 Punkten. Und wir müssen mal gucken, dass wir jetzt hier weitermachen. Die letzte Folge ist ja ziemlich gut angekommen, deswegen machen wir gleich bei den Maschinen weiter. Ich finde sogar, das ist das Interessanteste an dem Ganzen. Den müssten wir eigentlich locker kriegen. Genau, bei den stoßen wir um. Und dann nochmal an meinen Sohn, danke. Ja, die Maschine hat es in sich. Hier ist ein Problem, das könnten wir jetzt verlieren. Weil wenn wir, der fährt ja zurück und schießt die ganze Zeit diese Dinger und wir werden dadurch immer ausgebremst. Mal gucken. Okay, hat geklappt. Das ist immer so, da muss man immer vorsichtig sein. Es kann auch in die Hose gehen. Aber bis jetzt läuft es ganz gut. Ich habe nichts über Box. Muss mal hören, ob ich was über die Boxen habe noch. Okay, das müsste eigentlich easy win sein, weil den drehen wir, glaube ich, um. Hätte ja nicht mal Schaden gemacht. Den müssten wir eigentlich auch besiegen. Ja. Geil. 1400. Wir müssen immer gut aufpassen, dass wir... Wir müssen uns auch die anderen merken, gegen die wir mal angestunken haben. Da war auch so der ein oder andere dabei. In der letzten Folge konnten wir das ja gut sehen. Den müssten wir eigentlich nach hinten wegstoßen. Ja. Das ist halt geil, diese Kombination von diesen 2000 Schaden beim Drehen. Und dann noch das andere. Hier könnte das sein, dass der über uns fliegt. Aber nein, passiert nicht. Weil das hatte ich in den letzten Zeiten voll oft irgendwie. Der wird nach hinten geschossen. Das wird sehr knapp hier, weil der hat 3600 Damage. Doch nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der weiter nach hinten geschossen wird, aber das Fahrzeug war ziemlich schwierig. Alle haben dieses Ding zum Umkippen drin. Warum eigentlich? Ich finde das gar nicht so gut. Es kommt nur auf ein paar Autos irgendwie wirklich gut. Oh ja, das meinte ich. Konnten ihn nicht zurückschieben. Das meinte ich. Das ist dieses Fahrzeug, was immer über uns rüberfliegt. Aber wir sind bei 45.000 Punkte auf dem ersten Platz. Wir haben noch 3 Tickets. Wir müssen uns das... Ich kann mir die ganzen Fahrzeuge alle gar nicht merken, gegen die man da so anstinkt, teilweise. Das müssten wir umkippen eigentlich, ja. Das ist immer... Aber wisst ihr noch, die letzte Folge, da haben wir auch die ersten 3 Tickets irgendwie verloren und dann ging es eigentlich ziemlich gut. Letztes Mal habe ich auch wieder geschafft, irgendwie fast 4.000 oder 5.000. Das könnten loose werden, Alter. So, das wird auch ein loose. Krasse Maschine, Alter. Mit so einem Raketenwerfer noch drauf, so einem doppelten, schon heftig. Der wird auch ekelhaft. Aber gerade noch so gekriegt, ey. Hätte der Wagen jetzt, der jetzt eben gerade war mit diesem Schießen, hätte der keinen Raketenwerfer, keine Reifen dran, dann hätten wir verloren. Wir würden da nicht rankommen an den. Weil diese kleinen Bälle, die immer am Boden sind, die hauen uns nonstop zurück. Das habe ich nämlich auch schon gehabt. Der stand da einfach nur rum. Und hat dann diese Bälle geschossen. Und wir sind da dann einfach durchgestorben. Ja, das war auch übelst krass, Alter. Das ist so witzig, diese Fahrzeuge immer, wie die umgekippt werden. Ah ja, und falls ihr noch einen Clan sucht und ihr seid schon Prestige 1, ich zeig nachher gleich mal kurz... Zeig mal einmal nachher kurz den Clan-Namen.
dann könntet ihr sogar beitreten, wenn ihr wollt, wenn ihr denn aktiv seid, weil wir suchen gerade so ein paar Leute, die wirklich aktiv sind, weil es gibt ja dieses neue Update, Könige der Stadt oder sowas. Und da brauchen wir halt ein paar Leute. Der fliegt 100 pro... Ah, fast über mich rüber, ey. Da muss man echt immer aufpassen, dass die Scheiße nicht über uns rüberfällt. Die Box, die er oben drauf hat, ist zwar nicht effektiv, aber guck mal, das ist wieder einer, der fliegt über uns rüber. Gleich beenden. 3300 safe ich. Letztes Mal haben wir genau gegen den verloren. Da habe ich keinen Bock drauf. Hä? Wir hatten doch 4 von 5 Liga-Tickets. Wir haben 2-mal gekämpft. Jetzt haben wir nur noch 1 von 5. Hä, das ist voll buggy, Alter. Oder habe ich mich verzählt, Leute? Muss mir das Video gleich mal angucken. Hä? Das ist irgendwie, ja, gegen den verlieren wir vielleicht sogar, wenn wir nicht rankommen. Das ist dieser, wo ich teilweise verloren habe. Guck mal, wir werden immer wieder zurückgedrückt von ihm. Seht ihr das? Wir kommen nicht ran. Das meinte ich halt. Und schon Ticket verloren. Überkrass, Alter. Der steht einfach nur da. Und diese Bälle stoßen einen immer wieder zurück. So, und jetzt haben wir kein Liga-Ticket mehr. Was soll das? Das Ding ist, ich krieg auch nie 5 Tickets. Ich krieg immer nur 4 von 5. Das fühlt sich gar nicht richtig auf. Irgendwie ist das übelst buggy geworden. So, aber egal. Hier, wenn ihr Leute sucht, also wenn ihr eine Gang sucht, ja, wo ihr rein möchtet. Wir sind alle ziemlich aktiv. Das sieht man an den ganzen erspielten Sachen hier. Dieser Jackie rastet halt übelst aus mit 825. Aber er ist gerade in einer ganz, ganz niedrigen Liga. Da ist das ziemlich einfach, die Punkte zu erspielen. Wir könnten mal gucken bei Gangkämpfen. Haben wir was Neues? Ja, guck mal, wir machen ein paar Gangkämpfe. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da noch kommen. Ah, das mit den... Das sah witzig aus. Das sah übelst witzig aus. Das sah richtig witzig, ja. Wie wir da an der Wand hängen und dann geht die Wand auf einmal weg. Ja, ich bräuchte mal ein gutes Chassis. Ein neues. Das wäre mal übelst geil. Neues Chassis wäre mal wirklich richtig gut. Die ersten Gegner sind hier teilweise echt übel einfach. Ja, und hier, Könige der Stadt, ja, kann ich mal Tipps geben auch zu. Wir sehen jetzt hier Lagerhaus. 1, 1, 2, 3, 4. Der hat jetzt 5 Fahrzeuge und wir haben hier nur 1. Das heißt, wir müssen diese Parking-Fahrzeuge angreifen. Wir müssen das mal machen. Yo, RIP, Alter. Da gewinnen wir nicht. Das Fahrzeug von dem gesehen, Alter? Holy shit. Lol, wir haben eh verloren, lol. Ja, und das verlieren wir auch. Ich habe halt nur ein einziges Fahrzeug, was gut ist. Und die restlichen beiden sind richtig schlecht. Und das Ding ist, wenn ich ein Fahrzeug irgendwo geparkt habe, ich weiß gar nicht wo. Ich muss mal gucken, wo ich das geparkt habe. Dann habe ich das Problem, dass ich, ja, hier ist es, dass ich einfach das Fahrzeug nicht mehr irgendwo anders hinstellen kann. Das ist mein großes Problem. Tauschen kann ich jetzt eh nicht, weil die kaputt sind. In 4 Stunden habe ich wieder neue Fahrzeuge. Aber bis dahin haben wir halt leider verloren, weil keiner Arena eingenommen hat, Tankstelle oder Hafen. Das ist halt immer sehr, sehr doof. Hier ist unentschieden. Hier haben wir halt aber ordentlich aufs Maul gekriegt. Da verteidigt nur der Wagen. Ich muss mal gucken, dass ich mir mal bessere Autos baue. Und dann hier verteidigt nur der Kleine. Das ist halt nichts, ne? Okay, bei denen sind aber... Oh, bei denen sind 2 weg. Okay. Ja, da muss man mal schauen, ne? Das weiß ich halt nicht genau, wie man das da am besten löst. Habe ich noch eine Kiste, die ich öffnen kann? Ja, mal gucken, vielleicht kriege ich noch ein Ticket. Müsste ich eigentlich nicht. Nicht. Schade. Naja, jetzt dauert das eh wieder, bis die geöffnet ist. Wir machen denn das nächste Mal hier weiter. Ja, ich denke mir mal, die Liga wird in 7 Stunden vorbei sein. Ich weiß nicht, ob mich da jetzt noch jemand einholen kann. 31.000.
48.000. Solange wir uns mit auf den oberen Rängen halten, ist mir das eigentlich relativ Wurst, ob wir jetzt Fünfter werden noch oder Sechster. Solange wir die Kiste mit zwei Sachen kriegen und wir wieder ein Stück aufsteigen und hoffen natürlich, dass in dieser Kiste auch was Gutes drin ist. Bis dahin sage ich trotzdem danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann.